Willkommen bei der Alpenrevue. Das Jahr 1972 sah die Geburt von Close to the Edge, dem fünften Album der progressiven Rockgruppe Yes. Die Besetzung wurde hier nahtlos von dem außergewöhnlich erfolgreichen Vorgänger Fragile fortgesetzt, mit Bruford am Schlagzeug und Wakeman an den Keyboards, Steve Howe an den unzähligen Gitarren, Chris Squire am Bass und dem Sänger John Anderson. Die progressiven Ausbrüche von Fragile gaben der Band recht und so setzten sie diese musikalischen Ideen bei Close to the Edge fort. Dennoch spürt man hier auch einen massiven Schritt zum Extremen hin. Und das Resultat kann sich sehen lassen. Es ist nicht verwunderlich, dass so viele Menschen Close to the Edge als ihr Lieblingsalbum von Yes benennen. Zumindest jene, die keine Angst vor Komplexität und akustischen Wirbelstürmen haben. Die LP besteht nur aus 3 Stücken. Die A-Seite beinhaltet nur die Titelkomposition Close to the Edge, die knapp über 18 Minuten lang ist. Dieses Stück gleicht einer musikalischen Achterbahnfahrt. Die B-Seite besteht aus dem stimmungsvollen And You and I und dem durchaus groovigen Siberian Cut-Through. Hier erlebt man durchaus wüste Passagen aus Kakophonien, die sich mit geradezu geometrischer Klangarchitektur ablösen. Dennoch ist das epische Eröffnungsstück Close to the Edge kein Haufen Lärm. Es ist mehr wie ein Opfer, das da am Anfang dargebracht werden muss. Wer sich durch die unzähligen Taktwechsel der ersten Minuten hindurchkämpft, wird schlagartig von durchaus pulsierenden Strophen und einem unvergesslichen Refrain belohnt. In der Mitte löst sich die Musik schließlich auf zu einer fantastischen, ruhigen Passage und einem traumhaften Gesang, der schließlich von einer echten Kirchenorgel überdeckt wird. Rick Wakeman war dazu in St. Giles Without Cripplegate Kirche gegangen, um eine echte Orgel aufzunehmen. Ein Jahr später wurde er zurückkehren, um für Six Wives of Henry VIII eine ähnliche Aufnahme vorzunehmen. Im Finale von Close to the Edge spielt Wakeman einige fantastische Keyboard-Passagen von hoher Komplexität. Ab der 15. Minute kann eines seiner heißesten Keyboard-Solos gehört werden, die Wakeman jemals aufgenommen hat. Doch man kann es sich denken, dieses Album spart nicht mit Solos und ausgedehnten Instrumentalabschnitten. Die B-Seite beginnt mit dem 10-minütigen And You and I, ein Lied, das inhaltlich deutlich transparenter ist, und diese Art von Auszeit braucht man auch nach Close to the Edge. Ich habe oft Menschen schreiben oder sagen gehört, dass And You and I ihr Lieblingssong von Yes ist. Auf mich trifft es zwar nicht zu, doch ich verstehe, was sie meinen. Es steckt ein besonderer Reiz, eine besondere Atmosphäre in diesem Stück. Ein verträumtes Lebensgefühl, das man nur schwer in Worte fassen kann. Das wird schon bei den eröffnenden Akkorden deutlich, die schwebend und etwas mysteriös sind, mit einem Hauch von Mittelalterfolk. And You and I ist gefällig und melodiös, und doch spürt man jeden Takt, dass dies eine musikalische Konstruktion ist, die ganz parallel zu gängigen Rock- und Pop-Ästhetiken läuft. Das Album schließt mit dem 9-minütigen Siberian Cut-Through. Hier fühlt man ein wenig den Geist von Roundabout, ihrem Hit auf Fragile. Das ist ein cooler, grooviger Track, bei dem die Band auch ein wenig rockt. Auch dieser Track ist ein tolles Beispiel dafür, weshalb Chris Squire einer der coolsten Bassisten seiner Ära war. Über die Aufnahmen zu Close to the Edge wurde schon viel erzählt. Hier wurde eindeutig progressive Musikgeschichte geschrieben, doch es ist auch viel Rede von Wutausbrüchen und Streitereien, insbesondere von Bill Bruford, Steve Howe und dem noch relativen Neuling in der Band Rick Wakeman. Die Journalisten überboten sich damals in der Musikpresse mit Artikeln über die Querelen und Schreiwettbewerbe zwischen den einzelnen Mitgliedern der Band. Wer auch immer vor einem Konzert die Band in ihren Backstage-Räumen aufsuchte, erkannte häufig schon an den yellenden Stimmen, dass sie oder er sich in die richtige Richtung bewegte. Und Yes blieben für Jahrzehnte eine extrem streitsüchtige, stets gänzlich zerrüttete Band. Manchmal wurde hier gewitzelt, dass dies die größte Soap-Opera der Rockgeschichte sei. Und dass eine Line-Up selten länger als 2 Alben hielt, wird dabei schnell nachvollziehbar. Der geniale Tontechniker Eddie Offord sitzt hier an den Reglern, wenn auch erzählt wurde, dass er sehr oft auf allen Vieren auf dem Boden robbte und nach fälschlich weggeworfenen Tonbandstreifen suchte. Denn der Entstehungsprozess von Close to the Edge ist eine irrwitzige Pfriemelarbeit.
Bill Bruford beschrieb es später als absoluten Irrsinn, bei den teilweise Passagen von nur wenigen Takten aufgenommen und abgelegt wurden, während man den Rest des Tages Sequenzen aufnahm, die sich an einer ganz anderen Stelle des Liedes befanden. Dies zog sich Wochen hin und mutete von außen mehr wie totales Chaos an, bei dem nur Eddie Offord halbwegs den Überblick behielt. Ein halbes Dutzend Aufnahmegeräte standen unentwegt einsatzbereit, darauf befanden sich die aktuellen Baustellen und Musikabschnitte. All das musste schließlich zu einem Gesamtstück zusammengefügt werden. Eddie Offords unverzichtbare Rolle als eine Art sechstes Yes-Mitglied zeigt sich auch daran, dass er auf der Rückseite des Albums ebenfalls ein Foto erhielt. Doch das Resultat ist schließlich fantastisch. Und obwohl viele der Musiker, die dabei waren, ein wenig kopfschüttelnd diesen Prozess Revue passierten, muss ich sagen, dass Close to the Edge nicht wie Chaos klingt. Es ist ein sehr thematisches Album, in dem einzelne Kapitel ineinander übergehen, doch unentwegt ein Gefühl von Spannung und Drama vermitteln. Mit seinen fast 19 Minuten mag sich das Titelstück in alle möglichen melodischen Seitenstraßen begeben, doch erstaunlicherweise verläuft es sich nie in zielloses Solo-Gedudel. Die Struktur erscheint fest und stets im Fokus der gemeinsamen Aufmerksamkeit. Die Methodik und die damit einhergehenden Streitereien hatten Bill Bruford an dieser Stelle gereicht und nach dem Erscheinen von Close to the Edge packte er die Sachen und verließ die Band, um bei King Crimson einzusteigen. Das galt damals als einer der aufsehenerregendsten Bandauftritte dieser Zeit. Close to the Edge passte perfekt in diese musikalischen Aufbruchsjahre, in denen gerade Studenten und eben Rockfans, die nicht mehr 14 waren, eine Sehnsucht nach anspruchsvollerem und komplexerem Sound besaßen. Das Album war auf Erfolg programmiert. Die Band war recht geschockt, dass Bruford ausgerechnet jetzt gehen würde, da eine massive Tournee anstand und Yes im Begriff waren, eine Stadionband zu werden. Doch dies war eine besondere Ära. Rockmusiker waren damals die Influencer ihrer Zeit und nicht alle lebten und erlebten dies durch das Demolieren von Hotelzimmern. Das wird heute gerne kolportiert, bezog sich aber nur auf eine Handvoll Bands. Was damals viel wichtiger war, war ein gewisser künstlerischer Ethos, der davon ausging, dass man nur Sachen machte, hinter denen man stehen konnte. Ohnehin war dies eine recht kurze Zeit, in der berühmte Musikgruppen zwar tief im Gefüge der kommerziellen Musikindustrie existierten, doch zugleich eine uneingeschränkte Freiheit besaßen. Nur so konnten Alben entstehen, die von den Bossen und Chefs der Plattenfirmen oft nicht wirklich nachvollzogen werden konnten. Doch eine Einflussnahme gab es nicht. Die typische Rockband wurde zu Geniestreichen verpflichtet und um diese Trüffeln zu erhalten, galt es als wichtig, sich in diesen Prozess nicht einzumischen. Brian Lane, dem damaligen Manager von Yes, wäre es nie in den Sinn gekommen, auf die kreativen Entscheidungen dieser Band Einfluss zu nehmen. Er musste nur dafür sorgen, dass niemand bei den endlosen Streitereien im Studio getötet wurde. Wie wenig kann man das mit der heutigen Zeit vergleichen, wo Popmusiker nur noch in dieser Zwangsjacke aus einem halben Dutzend Producer leben, die ihnen Inhalt und Image verpassen und sie wie Puppen auf Fäden in TV-Shows schicken. Wie verrückt muss man da sein, ernsthaft zu behaupten, die heutige Rock- und Popmusik sei nicht viel schlechter als vor 40 Jahren? Nie zuvor und nie wieder hatte Pop- und Rockmusik so viele kreative Freiheiten wie in den Jahren zwischen 1968 bis ca. 1980. Und Close to the Edge ist eines der glorreichsten Beiträge dieser Zeit. Über die Lyrics möchte ich mich gar nicht auslassen, denn das hieße bei jedem Yes-Album, das ich hier bespreche, immer dieselben Reflexionen wiederzugeben. Andersons Texte sind surreal, es sind melodiöse Wortspiele, positivistische Metaphern und man kann sie einfach nur auf sich wirken lassen. Einen vermittelbaren Sinn in ihnen zu suchen, das verbietet sich geradezu. Aber da ich mich nicht ständig wiederholen möchte, belasse ich es dabei. Das muss man einfach hinnehmen. Yes bedeutet auch seltsame Texte. Das Cover von Close to the Edge wurde wieder von Roger Dean erstellt. Es war seine zweite Arbeit für Yes. Die Band wünschte sich diesmal eine einfachere und doch einprägsame Lösung, ganz ohne die Planeten- und Fantasy-Motive von Fragile. Doch das auf den ersten Blick schlichte Cover, das einen handgemalten Übergang zwischen Schwarz und sattem Grün zeigt, präsentiert zum ersten Mal das Yes-Kolophon. Die Platte erschien wie bereits die beiden Vorgänger ebenfalls im aufklappbaren Gatefold-Design, sodass im Inneren Roger Dean doch noch eine seiner typischen Landschaftsatmosphären platzieren konnte.
Ich gebe hier 5 von 5 Sternen. Nicht jeder muss ein Yes-Fan sein, doch wer diese Musik mag, kommt nicht an der Feststellung vorbei, dass dies ein sagenhaftes Meisterwerk ist, das seinesgleichen sucht. Das war Close to the Edge von Yes aus dem Jahr 1972.